Ja, also von dem Vortrag heute Abend geht es um Ausbildung, aber nicht um Ausbildung alleine, sondern um die digitale Generation, die wir jetzt überall erleben mit Smartphones und Tablets. Wobei, wir sind ja mittlerweile auch alle digital geworden. Und ich habe bei mir jetzt in der Firma Menschen zwischen 25 und 60 und die laufen alle mit Tablets und Smartphones rum. Also man kann schlecht diese Generationen irgendwie trennen. Und plus, wenn man heute mal die Azubis sieht, ich hoffe, das klappt jetzt auch gleich mit meiner Fortschaltung, mal gerade schauen. Wenn man diese Azubis heute sieht, dann arbeiten die alle mit Smartphones. Vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Ich hoffe, Sie sehen meinen Bildschirm. Ich selbst bin Geschäftsführer von Permanent Consulting in Düsseldorf, arbeiten für REX und Sie können mich unter der Adresse hier unter Telefonnummer erreichen, falls noch später Fragen sind. Aber auch die Unterlagen, die bekommen Sie auch als PDF natürlich von Herrn Buck mitgesendet. Ja, gehen wir mal zum Thema. Wie ticken die Generationen? Und da gucke ich auch ganz spannend auf meinen Folgevortrag übrigens, weil ich habe ja gesehen, dass auch diese unterschiedlichen Mythos der Generationen, das wird ja gleich auch von Frau Schulte, glaube ich, dann auch angesprochen werden. Ich bin mal gespannt, welche Erfahrungen Sie bei der Polizei haben. Bei uns ist zumindest mal so, dass wir viele junge Leute haben, die mit dem Smartphone schon zum Vorstellungsgespräch kommen. Und viele Menschen auch während der Fahrt zur Arbeit oder zu Hause eigentlich eher mit Smartphone als mit Tablet arbeiten. Und ich habe auch noch ein weiteres Beispiel mitgebracht, gleich aus meinem Umfeld, was jetzt nicht mit meiner Firma zu tun hat, wo Smartphones mittlerweile auch eine Möglichkeit sind, auch neues Publikum einzubinden und in der Lehre auch zu nutzen. Dann ein bisschen was über die Software. REX selbst ist ja Anbieter von Talent-Management-Systemen. Sie kennen wahrscheinlich den Namen schon vom Recruiting bis hin zu, sagen wir, altbekannten Dingen wie Personalakte, Workflows und so weiter. Und REX hat im letzten Jahr das Ausbildungsmanagement komplett neu entwickelt. Ja, der Markt ist da. Wir haben viele Systeme, die in die Jahre gekommen sind. Es gibt auch nicht viele Anbieter übrigens für Azubi-Management. Und es gibt Unternehmen wie eine VW oder BMW, die haben mehrere tausend Azubis. Und es gibt viele, die haben vielleicht 50, 60 Azubis und arbeiten noch mit Excel. Und genau dorthin wollen wir auch schauen. Das heißt, die Azubis heute sind ja eher so unterwegs. Und wenn ich überlege, wenn ich unterwegs bin selbst, da habe ich auch ein Tablet dabei und kein PC. Und heute Robotertechnik, Kindergarten. Meine Frau arbeitet im Kindergarten oder in der Grundschule, sieht man das ja auch. Lego Technik. Die Menschen gehen ganz anders mit Technik heute um und die haben gar keine Berührungsängste, probieren viel aus. Und wenn man heute einen Azubi hat, der wird sicherlich auch nicht mehr mit Paper und Pencil sich bewerben, sondern eher Online-Methoden haben oder auch nicht mehr das klassische Berichtsheft schreiben wollen. Zumindest nicht in der Art und Weise, wie wir das kennen. Und es gibt ja auch einige Untersuchungen hier von Statista vom letzten Jahr. Und da werden wir wahrscheinlich gleich im Folgevortrag noch was hören, dass die Menschen, die wir haben, die jüngeren Menschen, die Teenager, 97% der Teenager im letzten Jahr war, das also vor Corona, sind in der Woche mehrfach online. Und das durchschnittliche Online-Verhalten ist ungefähr 200 Minuten gewesen. Mittlerweile ist es bestimmt mehr. Und die Kommunikation, also sprich Messenger-Dienste, WhatsApp, SMS gab es ja früher, ist ja praktisch tot, sind ungefähr ein Drittel der Gesamtkommunikation. Also die Menschen unterhalten sich eher über Textnachrichten als das gesprochene Wort. Und das können wir gut nutzen, weil wir jetzt auf einmal Kanäle haben von unserem Unternehmen, von unseren Systemen, die bis hin zu den Azubis reichen. Natürlich gibt es auch rechtliche Probleme, wahrscheinlich wird gleich Frau Dr. Henkel sagen, mit Bring Your Own Device und die Einbindung in diese IT-Systeme, die gibt es auf alle Fälle. Nur, die haben noch viele Möglichkeiten dort und man sieht, dass einige Unternehmen genau diesen Weg gehen, diese Vorteile auszuloten. Und hier vielleicht ein Beispiel aus der Praxis. Ich selbst bin Fahrlehrersohn und alle sind bei uns Fahrlehrer, Bruder, Eltern, ich nicht. Und mein Bruder kam vor 4 Wochen und sagte: Du Dirk, ich habe ein Riesenproblem in der Fahrschule, weil der Theorieunterricht, die Leute hören mir nicht mehr zu, die spielen an ihren Smartphones rum. Ich muss denen die Smartphones verbieten, sonst hören die einfach nicht mehr das, was ich vorne sage. Und alle Fahrschulen in der Stadt haben jetzt ein Verbot für Smartphones ausgesprochen. Und sage ich, warum bindest du die nicht ein? Warum versuchst du nicht den Unterricht so interaktiv zu gestalten, dass du mit dem Smartphone arbeitest? Und da gibt es ja Sachen wie Mentimeter und ein paar andere Dinge, die sie auch kennen. Und das hat ja eingeführt mit dem großen Vorteil: A, die Menschen passen auf, weil immer wieder Abfragen kommen, können ihr eigenes Smartphone nutzen. Und es hat sich rumgesprochen, dass die einzige Fahrschule, wo die Smartphones benutzt werden dürfen, nämlich die von meinem Bruder ist. Das heißt, mit ein richtiger Run der jungen Leute, die sagen, wenn du dahin gehst, dann kannst du mit dem Smartphone auch während des Unterrichts arbeiten und der bindet dich ein.
Und so ähnlich kann man es in einigen Unternehmen nach heute sehen. Und das ist auch der Grund, warum wir mit Rex in diese Richtung gegangen sind. Wir merken ja schon im Recruiting, diese Papierbewerbungen sind eigentlich auch schon seit Jahren auch E-Mail-Bewerbungen. Plus eben in der Berufsschule haben noch viele Berufsschullehrer gesagt, wie man Mappen aufbaut, wie man Anschreiben formuliert. Aber heute gibt es ja auch schon Bewerbungen ganz ohne Anschreiben, wenn man gerade eine große Masse braucht, wie bei der Deutschen Post, wo man vielleicht gar kein Anschreiben mehr braucht, sondern einfach nur sich melden kann, ich bin hier, ich würde gerne Paketzusteller werden. Und dann rollt die ganze Lawine los. Und es ist halt die Frage der Systeme, wie die das abbilden. Und das haben wir uns auch überlegt und haben nun gesagt, wenn wir ein solches System einführen, ist ja auch der Aufwand für den Ausbilder ziemlich groß. Wir haben ganz viele Lehrberufe und die müssen konfiguriert werden mit Lernzielen, was muss wann gelernt werden. Es gibt Inhalte, die abgeprüft werden, es gibt Berufsschulen, es gibt Prüfungsinhalte, es gibt Zeugnisse. Alles das ist ja ein riesen Moloch in der Datenhaltung. Und um diesen Schritt zu gehen, dass wir den gar nicht haben, haben wir jetzt über 500 Ausbildungsberufe fertig konfektioniert in dieser Lösung drin. Das heißt, in der Regel ist jeder Beruf schon mal drin, den aktiviere ich für mein Unternehmen und habe jetzt schon mal den ganzen Rahmenplan, den ich brauche im Rahmen der Ausbildung, schon fertig drin. Und wenn man hier oben mal links reinschaut, habe ich einen Rahmenplan, in dem Falle Kauffrau für Büromanagement. Ich habe hier entsprechende Dauer der Ausbildung, auch eine Verkürzung ist übrigens möglich, und sehe dort bestimmte Qualifikationen. Es gibt also auch Wahlqualifikationen, die eingebunden werden können. Und sehe auf der linken Seite ebenfalls die Berufsschulen mit Berufsschullehrer, mit denen ich jetzt auch digital in Austausch treten kann, um die gesamte Kommunikation über die Plattform zu machen. Und das geht weiter, indem hier unten das Berichtsheft geführt wird, online. Ich kann also auch praktisch einen Reminder setzen, dass meine ganzen Azubis einmal pro Woche eine Nachricht bekommen, du musst deinen Bericht noch schreiben. Und jetzt kommt auch der Clou dazu, dieses Berichtsheft wird mit einer Chatgruppe und mit einem Kommunikationskanal zu dem Ausbildungsbetreuer verbunden. Das heißt, ich habe während des Ausfüllens des Berichtshefts eine Möglichkeit, mich coachen zu lassen, Fragen zu stellen, vielleicht, wenn ich eine Sache nicht verstanden habe, nochmal nachzufragen, wie war das eigentlich diese Woche gewesen, und habe so einen interaktiven Weg aufgebaut. Das geht weiter, dass ja viele Azubis auch nicht volljährig sind, dass sie vielleicht 16, 17 Jahre sind, und vom Gesetz her muss ein Erziehungsberechtigter dort die Berichtshefte auch freizeichnen. Die müssen vorgelegt werden. Heute ist es so, dass man sicherlich kein Berichtsheft mit nach Hause schleppt. Die wenigsten machen das, dass eben die Eltern das unterschreiben und das quittieren. Das machen wir zum Beispiel auch hier online, indem die Erziehungsberechtigten hinterlegt werden. Sie bekommen eine Nachricht, müssen sich entsprechend authentisieren und können dort einen Haken dran setzen. Ich habe das Berichtsheft zum Beispiel gesehen. Ob sie es machen, ist eine andere Geschichte. Aber auch dieser Workflow ist vollständig digital. Das heißt, wir haben gar keine Brüche mehr innerhalb des Systems. Das geht weiter, dass die gesamten Dinge wie Ausbildungsziele hinterlegt werden. Ich habe hier so einen kleinen Keil oben drüber bei diesen grünen Balken. Und dieser Keil bedeutet, wie viele Wochen bin ich eigentlich schon eingesetzt. Und diese grüne Farbe signalisiert, ich habe dieses Lernziel, dieses Teilziel auch erreicht. Und was man hier auf der rechten Seite sieht, sind nun die Stationen mit den Ansprechpartnern. Von wann bis wann bin ich bei wem? Paula Wickert zum Beispiel oben im Monat 1 bis 15, habe dort die Detaildaten und kann mit den Menschen sofort in Interaktion treten. Das ist zum Beispiel für mich jetzt eine Ansicht für Ausbilder. Und die nächste Ansicht ist nun für die Planer. Nicht alle Ausbilder planen selbst. Und ich plane ja oft keine drei Lehrjahre auf einen Schlag, sondern vielleicht die nächsten 6 Monate oder 12 Monate, also ein Jahr im Voraus. Und das System ist jetzt in der Lage zu schauen, wer hat nun welchen Bedarf, also welcher Rahmenplan ist noch nicht erfüllt in diesem Bereich, wo er sein sollte, und welche Ausbildungsstationen, wir nennen die bei uns Lernstationen, sind überhaupt in der Lage, dort noch mit Kapazitäten das abzubilden. Und das System kann nun Vorschläge machen und diese Vorschläge kann ich auch manuell bearbeiten, weil teilweise brauche ich vielleicht auch eine Abweichung von der Regel. Aber allein diese Grundverplanung, die viele noch in Excel machen, das nimmt das System komplett weg. Und damit hat man viel mehr Möglichkeiten, sich auf andere Dinge zu kümmern, als auf irgendwie Excel-Schieberei. Natürlich auch mit dem Abprüfen, ob da diese Kapazitäten da sind, ob überhaupt die Lerninhalte übereinander stimmen. Alles das wird bei der Verplanung mit abgeprüft. Und letztendlich, na, das war ein bisschen zu weit, jetzt muss ich mal kurz zurückgehen, habe ich auch den Azubi. Und der Azubi selbst
sieht natürlich auch alle Basisdaten. Der Azubi hat hier unten einen Kalender, wo er die Einsätze sieht. Und das Schöne dabei ist, ich kann diesen Kalender meines beruflichen Kontextes mit privaten Kalender von mir verbinden. Also wenn ich zum Beispiel einen Google-Kalender habe, was ja viele haben in ihrem Smartphone, kann ich diesen Google-Kalender für mich hier einbinden und sehe meine privaten Termine und meine berufliche Ausbildungsziele, auch Urlaub und so weiter. Die kann man hier entsprechend mitverwalten und hat über zwei Overlays sogar beide Welten verbunden, wenn man das möchte. Genauso habe ich in der Mitte, man sieht hier, ein Berichtsheft, das zum Beispiel wochenweise ausgefüllt werden kann. Und dort habe ich vorkonfektionierte Bausteine. Weil viele tun sich auch schwer, so ein Ziel zu formulieren. Und idealerweise hole ich natürlich diese Aufgaben, die dort in dieser Lernstation vermittelt werden, aus meinem Rahmenplan raus und kann das nochmal kommentieren. Und dieses Berichtsheft hat nur eine Besonderheit. Dieses Berichtsheft kann nämlich jetzt freigegeben werden nach dieser Woche, vielleicht am Freitagabend, wenn ich durch bin, dann geht dieses Berichtsheft zum Ausbilder oder dem Ausbildungsbetreuer und der kann das korrigieren. Und ähnlich wie bei Word, bei dieser Überarbeitungsfunktion, habe ich jetzt die Möglichkeit zu sehen, welche anderen Vorschläge mein Ausbildungsbetreuer hat. Also ich habe jetzt wirklich eine komplette Nachverfolgung von irgendwelcher Grammatik, von Inhalten dabei, stimmen Dinge vielleicht nicht. Also ich lerne dazu, indem ich eine Korrektur bekomme und diese Korrektur abgeschlossen werden kann. Und dann erst geht das Berichtsheft zur Freigabe zum Beispiel an die Erziehungsberechtigten. Und nicht nur das, man sieht, dass ich auf der rechten Seite habe ich ein so ein Chat-System aufgebaut, weil WhatsApp ist ja ein bisschen schwierig, ein bisschen kritisch, gerade mit Unternehmensnachrichten. Und deswegen ist in diesem Smartphone, man kann es über das Smartphone genauso bedienen, auch die Möglichkeit, bestimmte Lerngruppen aufzubauen. Oder ich kann mit bestimmten Jahrgängen kommunizieren, kann mich absprechen, kann mit meinem Ausbilder kommunizieren. Und in der neuesten Release, seit ungefähr 2-3 Wochen, sind auch Videochats und Videokonferenzen möglich. Also ich kann dieses ganze System auch zur vollständigen Kommunikation und zum Lernen nutzen. Also wir haben jetzt ein umfangreiches System aufgebaut, das von den gesetzlichen Anforderungen, also was muss wo gelernt werden, bis hin zur Dokumentation der Lerninhalte, der Verplanung, bis hin zu einer Interaktion mit den Azubis alles regeln kann. Die Einführungszeit eines solchen Systems, sehr oft die Frage, wie lange dauert das, bis ich es eingeführt habe, kommt natürlich auf die Komplexität bei den Unternehmen an. Es gibt Unternehmen, die haben mehrere tausend Azubis, ist sicherlich ein bisschen mehr zu tun, vielleicht ein paar Monate länger als bei einem, ja, einem System für 20 Azubis, wo man innerhalb von 2, 3, 4, 5 Wochen starten kann und weg von dieser Excel-Problematik kommt und das alles digital abbildet. Ja, wenn man hier reinschaut, mehr Informationen, ich will es gar nicht so lang machen, weil ich glaube, wir haben noch einige, die noch nach mir kommen oder wir können ein paar Fragen gleich noch klären. Gerne auf der Seite von REC Systems, beziehungsweise auch hier, wenn jemand gerade ein Smartphone an der Hand hat, kann er diesen QR-Code mal abfotografieren hier unten. Da gibt es auch einen Film über YouTube, wenn man die Software mal selbst sehen will, wie die funktioniert. Da stellen wir so ein paar Funktionalitäten mit vor und würde mich freuen, wenn da Interesse dran ist, kommen Sie auf mich zu. Wir haben da einige Erfahrungen schon und es ist von der Plattform ein System, das es so auf dem Markt bisher noch nicht gab. Ja, erstmal soweit. Ich bin soweit durch. Herr Buck, wir können gerne, wenn Sie es möchten, in eine Interaktion treten, dass vielleicht Fragen noch gestellt werden können. Das können wir sehr gerne machen. Ich muss mal gerade unten Chat auf einen reinschalten. Sekunde, mache ich mal gerade. Ja, die Einführung des Systems, dass es kosten wird. Ja klar, das ist immer die gute Frage, die Kostenfrage. Wir haben es meistens als eine SaaS-Lösung. Ja, SaaS-Lösung heißt, wir betreiben das komplett für Sie. Und jetzt ist die Frage des Umfangs. Also wir haben noch mehrere Module, die angeflanscht werden können. Auch diese Videotelefon hier zum Beispiel ist ein Add-on mit dabei. Und man kann sagen, in der Größenordnung für eine kleinere Firma kann man ungefähr mit 5.000, 6.000 Euro rechnen pro Jahr, muss man dazu sagen, also 500, 600 Euro im Monat für dieses System. Das lohnt sich bestimmt, weil man weg von diesen ganzen Basisarbeiten kommt und kann natürlich über Add-ons weiter aufgebaut werden. Einführungskosten vielleicht so im, ja, im Projektmanagement, im Setup mit Kickoff-Veranstaltungen, Schulungen, Konfiguration, vielleicht in der Größenordnung zwischen 10.000 und 15.000 Euro, was man einfach so eine Art erste Hausnummer hat. Ja, Outlook ist das Problem, ich sehe es gerade hier mit den Schnittstellen. Outlook hat keine CalDAV-Unterstützung. Ja, also wenn jetzt Outlook irgendwie CalDAV hätte, ich glaube, es hat es gar nicht. Wir haben eben diesen CalDAV-Connector, der eigentlich überall angeboten wird. Falls Sie in Outlook CalDAV hätten, das ist also die Technologie, dann wäre das möglich, ja.
Digitale Unterschriften, ja, IHK akzeptieren, lege ich gerade. Ja, es ist so, dass wir erstmal grundsätzlich alle Formate des Berichtsheft natürlich auf die IHK anpassen können. Und ich habe mit vor ungefähr 10, 15 Jahren haben wir bei BMW in München ein anderes System, auch Azubi-Management, eingeführt. Und da, die haben ungefähr 3.800 Azubis gehabt. Und die haben mit der IHK abgesprochen, das ist also wirklich eine bilaterale Absprache dort, dass die digitalen Ausdrucke dort, die entsprechend dort durch einen Timestamp dokumentiert worden sind, die IHK in München angenommen hat. Also ich würde mal sagen, sprechen Sie das mit Ihrer IHK ab, ob das möglich ist. Und da wird sich aber immer mehr bewegen heutzutage. Jetzt sehe ich keine weitere Frage mehr. Wenn es noch Fragen gibt. Wegen der Anzahl der Auszubildenden. Ach so, wann sich das rechnet. Also ich würde sagen, Sie haben in der Größenordnung zwischen 30 und 40 Azubis, würde ich vermuten, dass man dort wirklich schon die ersten guten Erfolge hat und die Arbeit deutlich minimieren kann. Leitfäden hinterlegt. Ja, Sie haben also alle Möglichkeiten, dort auch Dokumente zu hinterlegen. Man hat da so eine Art Portalsystem, wo man Leitfäden hinterlegen kann. Es ist eine komplette digitale Akte mit dabei. Also das ganze, die ganze Basis Talentmanagement, das wir bei Rex haben, ist aus im ganzen Stammdatenmanagement mit dabei, sodass auch eine digitale Akte und auch solche Dinge möglich sind. Das kann man erweitern über Blogs und Wikis. Alles das geht auch als Optionen. Ja. Dankeschön. Ja, ich danke für Ihre Anteil, für Ihre Teilnahme. Wie nehmen die Ausbilder selbst das System an? Nochmal, bitte? Wie nehmen die Ausbilder selbst das System an? Ja, also ich glaube, die wissen um ihre Arbeit, die sie haben. Sie am Anfang sind sie natürlich erstmal überfordert, weil jetzt auf einmal diese Flexibilität oder die haben ja alle so ihr, wenn sie eine Excel-Liste haben, ihre eigene Philosophie mit Excel umzugehen. Da wird man eine Zeile dran geflanscht und ich kann da eigentlich machen, was ich will, ohne dass Plausibilitäten dabei sind. Und dieses erste Setup des Systems, erstmal die ganzen Sachen einzurichten, das ist natürlich jetzt erstmal so eine, wie soll ich sagen, eine Bugwelle, die man erstmal verschmerzen muss und Arbeit reinsteckt. Wenn das durch ist und das System läuft, dann haben sie schon ein Grinsen auf dem Gesicht. Aber es steckt halt am Anfang erstmal ein bisschen Arbeit drin, logischerweise.